Hört ihr mich hinten auch noch einigermaßen gut? Daumen nach oben wieder, sehr schön. Ja, herzlich willkommen zu Teil 2 unserer Repetitoriumsreihe. Heute erstmal mit dem Harald, der euch gleich hier was über Physik und Mathe erzählt. Und anschließend dann über die kognitiven Fertigkeiten. Das macht ein etwas größeres Team, je nachdem, um welchen Untertest es geht. Will euch auch gar nicht zu sehr langweilen. Nochmal ganz kurz, wer sind wir? Wir sind die ÖH mit Wien. Das heißt, auch eure Ansprechpartner im Studium, wenn es um irgendwas geht, was direkt mit dem Studium zu tun hat, wenn ihr dann als Erstes bei uns anfangt oder auch irgendwelche Probleme in irgendeiner Form, könnt ihr immer zu uns kommen. Wir stellen uns dann nochmal ausgiebig vor, wenn ihr hier studiert. Wir sind eben das Referat für Studien- und Maturantinnenberatung mit tatkräftiger Unterstützung von anderen Referaten, wie zum Beispiel jetzt dem IT-Ref heute, dass wir das Ganze auch aufzeichnen können. Und wir sind sozusagen eure Ansprechpartner für alles, was MedAT relevant ist. Das sind so ein paar Links, die ihr mal besuchen könnt, wenn es euch interessiert. Ansonsten, was machen wir heute? Steht hier, glaube ich, sowieso schon drauf. Physik und Mathe, wie gesagt, ungefähr 1:20 Stunden. Je nachdem, wie wissbegierig ihr seid, können wir das Ganze natürlich auch verlängern. Wir machen eine Pause, sobald wir mit Physik und Mathe einmal durch sind. Dann könnt ihr den Harald gerne alles fragen. Und den kognitiven Teil schauen wir mal, wie wir ihn aufziehen werden. Auch da gibt es zwischendurch sicherlich die ein oder andere Pause. Und auch danach sind wir nicht sofort weg. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, die ihr vielleicht nicht hier im Saal sofort stellen wollt, wir sind danach nicht sofort weg. Das heißt, ihr könnt einfach runterkommen und fragen. Ansonsten einfach zwischendurch aufzeigen, klopfen, sonst irgendwas, dann nehmen wir uns eure auch an. Ja. Samstag und nochmal Samstag, nein, Samstag und Sonntag sind die Team-Based Learning statt. Ganz wichtig allerdings nicht hier im Hörsaalzentrum, sondern in den Kliniken am Südgarten. Das ist, wenn ihr zum Haupteingang vom AKH rausgeht sozusagen, einmal links herum. Auf der rechten Seite steht ganz groß an dem Gebäude dran, Kliniken am Südgarten im Hörsaal A. Gut, ja, nochmal ein paar Links von uns. Gehen wir später auch nochmal drauf ein. Ansonsten würde ich sagen, nicht mehr allzu viel reden. Das ist dein Teil schon. Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei und viel Spaß mit dem ÖH-Harald. Ja, hört ihr mich? Na? 1, 2, 3, 4. Hört ihr mich? Ja? Und Mikro auch? Bisschen lauter? So besser? Perfekt. Gut. Ja, ganz kurz zu mir. Also Tim hat uns allgemein schon vorgestellt. Ich persönlich bin auch nicht aus dem Referat für Studien- und Maturantenberatungen. Erwähnen will ich natürlich auch das Mediareferat, weil das macht gemeinsam IT und Mediareferat die Aufzeichnung. Ansonsten zu mir persönlich. Warum glaube ich, dass ich das Repetitorium für euch halten kann? Ich habe HTL mit Elektronik-Schwerpunkt für Telekommunikationstechnik besucht und habe einige Jahre in dem Bereich gearbeitet. Von dem her habe ich eine gewisse Erfahrung im Bereich Physik und Mathe sowieso. Und deshalb glaube ich, dass ich der Richtige bin, dass ich euch das heute ein bisschen näher bringe. Ich weiß nicht, wie viele von euch aus Deutschland sind, wie viele von euch aus Österreich sind. Ich bin Österreicher, ich habe eine Mundart und ich habe aber kein Problem damit, wenn ihr mich unterbrecht, wenn ihr irgendwas nicht versteht, weil ich einfach abrutsche in meine Mundart. Ich versuche möglichst Hochdeutsch zu reden, also bitte, wenn ihr was nicht versteht, fest aufklopfen, dann höre ich schon und wiederhole es auch gerne nochmal im Versuch, perfektes Hochdeutsch zu sprechen. Gut, was könnt ihr von mir erwarten? Ich kann euch einen Einblick in die Themen geben. Ich bin kein Physikprofessor und auch kein Matheprofessor. Das heißt, ich kann euch nicht ins Detail, bis ins kleinste Detail alles erklären. Und das ist meiner Meinung nach auch nicht notwendig. Das heißt, das, was für MedAT braucht, ist nicht sehr in die Tiefe, sondern mehr in die Breite. Das ist auch gleich mein Stichwort für meine persönlichen Tipps, die ich euch geben möchte für den MedAT. Lernt mehr in die Breite als in die Tiefe. Aus dem eben genannten Grund, es ist nicht so, dass beim MedAT extrem genau gefragt wird, extrem tief in die Materie hineingefragt wird. Es ist eher allgemein zu überprüfen, ob ihr eine Ahnung habt, worum es in den Themen geht. Lasst euch nie stressen, es geht sich alles aus und jeder lernt anders, deswegen ihr müsst für euch herausfinden, was für euch passt. Beim Test, das hat einfach mir
mir persönlich geholfen, deswegen würde ich das auch sagen. Schaut, dass zuerst alle Fragen beantwortet, die euch leicht fallen. Und haltet euch auf keinen Fall bei einer Frage ewig lange auf. Also wenn es irgendwo nicht weiterkommt, überspringt die Frage einmal, macht es erst einmal alle anderen und kommt, wenn es zum Schluss noch Zeit hat, darauf hin. Wenn es sich einmal nicht ausgeht, also es ist doch ein bisschen knapp bemessen die ganze Zeit, wenn es nicht ausgeht, lasst die Frage da, aber füllt auch auf dem Antwortbogen irgendeine Antwort aus, weil mehr als falsch raten kennt ihr nicht, ihr kriegt keinen Punkteabzug, das ist immer super. Genau, was erwartet euch vom Repetitorium? Ich gehe nicht auf alle Aspekte ein. Die Physik ist eine ewig lange Liste an Punkten, wo man sicher 3, 4 Tage, 5 Tage darüber referieren könnte. Allerdings geht sich das heute in meiner Stunde, die ich Zeit habe, nicht aus oder ein bisschen mehr als eine Stunde. Und darum wieder versuche ich zu ausgewählten Themen das zu versuchen, was bei meinen 2 Antritten beim MedAT gefragt worden ist. Also das ist auch die Erfahrung, die ich habe, versuche ich dort einzubringen. Und alles, was ich euch erzähle, steht auch im Skript von der Studenten- und Maturantenberatung. Das heißt, das findet ihr auf der Homepage, den Link, der ist in der Präsentation, die Präsentationsfolien bekommt ihr dann auch als PDF. Das heißt, ihr könnt dann einfach draufklicken und dort findet ihr auch alles, was ich heute gesagt habe. Und das Coole, das was wir eben auch schon erwähnt haben, das Ganze wird aufgezeichnet. Das heißt, ihr könnt das auch im Nachhinein nochmal anschauen, aber wundert euch nicht, wenn ihr eine Frage habt und die wiederholt ist, dann ist das für das Video, dass auf der Aufzeichnung die Frage auch drauf ist. Also nur, dass ihr das auch wisst. Gut, was habe ich mir überlegt herauszupicken für die Physik? Was will ich euch näher bringen? Wo will ich euch einen kurzen Einblick sozusagen oder einen Einblick geben, was euch bei MedAT zu den Themen erwartet. Und da haben wir eben aus den Erfahrungen der letzten Jahre 2 Themen herausgepickt. Das eine ist die Mechanik, wo man einen Überblick geben will, und das andere ist die Elektrizitätslehre. An diesem Punkt sage ich auch gleich dazu, wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, ich bin Elektriker, also ich habe HTL für Elektronik gemacht. Und kein Mechaniker, ich kenne mich bei der Elektrizitätslehre wirklich gut genug aus. Bei der Mechanik kann es ein bisschen hapern, ich hoffe, es fällt nicht auf. Was will ich euch erzählen von der Mechanik? Ich will euch ganz kurz allgemein ein paar die wichtigsten Sachen sagen, was meiner Meinung nach für ein MedAT notwendig ist. Ich will euch ganz kurz die Newtonschen Axiome erzählen. Recht ins Detail will ich da gar nicht reingehen, weil es kann dann nur eine Theoriefrage dazu kommen. Und dann habe ich ihm ein paar Sachen herausgepickt, wo ich versuche, ein paar Grundkonzepte für Berechnungen, die man vorstellen könnte, dass kommen beim MedAT, näher bringen möchte. Wo ihr euch auch dann natürlich auffordern werde, ein bisschen mitzuarbeiten. Das heißt, ihr könnt dann versuchen, die Beispiele auszurechnen und ja, bei Fragen natürlich mich jederzeit fragen. Ja, also wie gesagt, ich starte jetzt in die Themen hinein. Wenn ihr irgendwo eine Frage habt, zwischendurch fest aufklopfen und ich versuche dann alles zu beantworten. Ich will euch wirklich nur ganz kurz, das ist nur eine Folie, die allgemeinen Grundgrößen der Mechanik sagen. Ich weiß, es sind jetzt 3 Größen da. Theoretisch gibt es von der Mechanik unendlich viele Größen, aber irgendwie bezieht sich alles auf diese 3 Größen. Alles, was dann rauskommt, hat nur mit Länge, Zeit und Masse zu tun. Das heißt, das sind eigentlich die Größen, die für Mechanik relevant sind. Alle anderen sind irgendwelche Ableitungen davon. Weil Geschwindigkeit ist Weg pro Zeit und Beschleunigung dementsprechend auch. Und dann kann man Kräfte ausrechnen und Drehmomente ausrechnen. Aber das sind die 3 Größen, die für die Mechanik eigentlich relevant sind. Und wie ihr dann bei meinen Beispielen sehen werdet, ich habe nicht recht für mehr Größen als die in Verwendung. Ja, dann kommen wir zu den Newtonschen Axiomen. Wie gesagt, das ist eine kurze Theorie, wo ich mir vorstellen kann, dass zum MedAT eine Theoriefrage kommt. Es ist
natürlich sehr kurz zusammengefasst, aber ich glaube, wenn ihr das wirklich kennt, dann reicht es auch, um die Theoriefragen zu beantworten, was das Thema betrifft natürlich. Das erste ist das Trägheitsprinzip. Lesen kennt ihr ja eh. Im Endeffekt heißt es, wenn ein Körper sich bewegt, der kann nicht einfach von null auf kann nicht einfach stehen bleiben. Und er bewegt sich geradlinig gleichförmig, das sind alles so komplizierte Worte, aber Trägheit heißt halt einfach, wenn ich eine gewisse Geschwindigkeit habe und nicht irgendwie gebremst werde, wenn keine Kraft dagegen wirkt, dann bewege ich mich einfach immer weiter und keine Reibung und so weiter. Das ist das erste Axiom. Das zweite ist das Aktionsprinzip. Wenn eine Kraft auf einen Körper der Masse M wirkt, dann beschleunigt sie ihn um eine Beschleunigung A. Ich habe die Formel jetzt so hingeschrieben, dass die Kraft ausgerechnet wird. Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Das habe ich aus dem Grund gemacht, weil ich kann mich erinnern, bei beiden Antritten bei Meta-T, die ich gemacht habe, war irgendwie diese Formel notwendig, um eine leichte Berechnung zu machen. Das dritte Prinzip ist das Reaktionsprinzip. Wenn eine Kraft, die auf einen Körper wirkt, ihren Ursprung in einem anderen Körper hat, dann wirkt auf diesen die entgegengesetzte gleich große Kraft F. Wir kommen dann bei den Beispielen zum Impulserhaltungssatz. Nichts anderes sagt das eigentlich aus. Das heißt, wenn ich zwei Kugeln, die aufeinander zurollen, mit einer gewissen Geschwindigkeit, wenn die zusammenstoßen, dann übergeben sich sozusagen die Kräfte jeweils in die andere Richtung. Zu dem kommen wir dann beim Impulserhaltungssatz. Und nichts anderes sagt dieses Reaktionsprinzip aus. Das heißt, wenn eine Kugel irgendwo dagegen rührt, rührt sie wieder weg. Weil auf einer Mauer dagegen rührt, weil die Mauer bewegt sie natürlich nicht. Und das ist damit eigentlich die Aussage von dem Ganzen. Gibt es dazu Fragen? Weil mehr Theorie mache ich jetzt eigentlich schon nicht. Und dann komme ich eben schon zu ein paar leichten Grundkonzepten für die Berechnungen. Das eine, was ich euch da erklären will, ist die Energieerhaltung und das andere ist die Impulserhaltung. Die Energieerhaltung ist einfach, Energie kann nicht verloren gehen. Das heißt, wenn ich irgendwo, irgendwo was bewege, die Energie, die ich reinstecke, die wird durch eine Geschwindigkeit dementsprechend umgewandelt in eine Geschwindigkeit, in eine kinetische Energie. Potenzielle und kinetische Energie ist in dem Fall, potenzielle Energie heißt die Höhe, die ein gewisses Gerät hat, was sozusagen die Erdanziehungskraft kann das Ganze dann beschleunigen. Das heißt, die Energie von der Kugel, die in der Höhe ist und runterfällt, wenn ich die Kugel da halte, hat es eine potenzielle Energie. Wenn ich die Kugel auslasse, wandelt diese potenzielle Energie in eine kinetische Energie um, in eine Geschwindigkeit. Und die Summe, also jedes Ding, was irgendwo ist, hat natürlich als Summe eine gewisse kinetische Energie, wenn es steht natürlich nicht, aber wenn jetzt irgendwas bewegt, und eine potenzielle Energie. Und die Summe der beiden ist die Gesamtenergie. Und wenn ich eine gewisse Änderung mache, das heißt, das ist Delta, wenn ich eine kinetische Energie einführe, kann es jetzt zum Beispiel sein, dass ich die Kugel nach oben hebe, dann führe ich kinetische Energie nach oben ein, und es hat dann noch mehr potenzielle Energie, wenn es wieder steht. Nichts anderes heißt es. Und da habe ich jetzt für euch ein kleines, leichtes Rechenbeispiel gemacht. Wenn ich einen Ball habe, der nach oben geschossen wird, mit einer gewissen Geschwindigkeit, die jetzt noch nicht angegeben ist, aber auf einer Höhe von 5 Metern im Vergleich zum Boden, hat dieser Ball noch eine Geschwindigkeit von 36 km/h. Und die Frage ist jetzt, wie hoch kommt dieser Ball insgesamt? Traut euch drüber. Wie hoch ist er insgesamt? Also ich habe euch da dann eine kurze Hilfe gegeben. Die Formeln für die kinetische Energie, Masse mal Geschwindigkeit zum Quadrat halbe. Die Formel für die potenzielle Energie ist Masse mal Erdbeschleunigung mal der Höhe. Du hast jetzt gesagt 5 Meter. Wie willst du auf das kommen? Genau.
Also die Berechnung, die du gesagt hast, ist vollkommen richtig. Er hat die beiden Energien gleichgesetzt, weil wir haben gesagt, die Energien im Summe müssen sie gleich sein. Wenn sich der gerade noch mit 36 km/h nach oben bewegt, den höchsten Punkt hat er erreicht und er 0 km/h hat. Das heißt, die komplette kinetische Energie ist in potenzielle Energie umgewandelt worden. Deshalb gleichsetzen. Und du hast jetzt dann ausgerechnet 5 Meter, aber, und das ist eben jetzt der Trick in dem Beispiel, das was halt beim MetaTH passieren kann, ich habe gesagt, die Kugel ist bereits auf einer Höhe von 5 Metern und die Frage ist, wie hoch ist sie in Summe? Und wenn sie 5 Meter nur nach oben fliegt und 5 Meter schon hat, dann ist sie auf 10 Metern. Die Lösung, ich habe die beiden Energieformeln gleichgesetzt. Ich brauche keine Masse von der Kugel. Das ist auch immer so ein bisschen die Verwirrung. Die Kugel, da ist keine Masse angegeben. Was mache ich jetzt? Wie löse ich dieses Beispiel? Ich brauche die Masse nicht, weil wenn ich mir die Formel anschaue, die Masse kürzt sich raus. Das heißt, ich brauche die Masse von der Kugel nicht. Ich brauche nur die Geschwindigkeit, die habe ich. Ich weiß, die Erdbeschleunigung ist eine Konstante. Und kann man dadurch die Höhe ausrechnen. Also so wie ich es da gemacht habe. Ich habe jetzt natürlich die Umwandlungswege nicht gemacht, aber die N-Formel hingeschrieben. Und insgesamt wird es eben 10 Meter hoch, 5 Meter von vorher plus 5 Meter, was sie noch hochfliegt. Ist nicht so schwer, oder? Gibt es irgendwo eine Frage? Mehr? Ja, bitte. Für H habe ich nichts eingesetzt, H habe ich berechnet. Also die Frage war, ob ich für ein H was 5 eingesetzt habe, H habe ich berechnet. Das heißt, ich habe als Angabe gehabt, die Geschwindigkeit, 36 km/h, die kann man in Meter pro Sekunde umrechnen, muss ich in dem Fall nicht unbedingt. Also oh ja, muss ich schon, die muss ich in Meter pro Sekunde umrechnen in dem Fall, Entschuldigung, mein Fehler, bei dem nächsten Beispiel brauche ich es nicht. Und die Erdbeschleunigung weiß ich auch, weil die Erdbeschleunigung sind 10 Meter pro Sekunden Quadrat. Und dann setze ich das ein, also 36 durch 3,6 sind 10 Meter pro Sekunde, 10 zum Quadrat ist 100, 100 durch 10 ist 10 und durch 2 ist 5. Und dann muss ich eben noch, dass der nicht vergessen darf, die 5 Meter, die die Kugel schon gehabt hat, zurechnen. Und dann kommen wir auf die 10 Meter. Gut. Schwierigeres zum Energieerhaltungssatz habe ich beim MetaTH nicht gesehen. Und ich glaube auch nicht, dass großartig was kommen wird, einfach aus dem Grund, den ich schon erwähnt habe, wir haben nicht 5 Minuten pro Beispielzeit, wir haben maximal 1 Minuten pro Beispielzeit. Dann kommen wir zum Impulserhaltungssatz. Der Impulserhaltungssatz sagt aus, ich nehme immer das beste Beispiel für das Ganze ist, ich spiele Billard, habe zwei Billardkugeln, die bewegen sich mit einer gewissen Geschwindigkeit aufeinander zu. Das ist die Ausgangsgeschwindigkeit, also V1a und V2a. Die beiden Kugeln bewegen sich aufeinander zu, haben eine gewisse Masse. Und wenn sie zusammenstoßen, also wenn sie sich jetzt wirklich exakt gerade aufeinander zu bewegen, wenn sie dann zusammenstoßen, werden sie sich exakt gerade wieder voneinander wegbewegen. Wenn ich zwei Billardkugeln habe, sind die gleich schwer, das sehen wir dann eh im Beispiel, dann wird sich die Geschwindigkeit einfach dementsprechend dementsprechend addieren und halt die Hälfte jeweils in die anderen Kugeln weggehen. Wenn ich unterschiedliche Massen habe, ist es dann natürlich ein bisschen komplizierter zu berechnen, deshalb kommt eben auch diese etwas kompliziertere Formel zustande. Zwei wichtige Spezialfälle, der elastische Stoß, das ist der, den ich jetzt gerade als Beispiel schon erwähnt habe. Das sind die zwei Billardkugeln, die aufeinander zusammengingen und dann dementsprechend auch wieder wegkommen. Und dann gibt es eben noch den inelastischen Stoß. Da kann man sich als Beispiel vorstellen, also es ist natürlich nicht ganz exakt, aber näherungsweise als Beispiel kann man sich vorstellen, zwei Autos, die aufeinander knallen, oder ein Auto, was ein verstehendes Auto knallt zum Beispiel, die Massen sozusagen sind dann ineinander verkeilt irgendwie, die können nicht mehr voneinander weg und bewegen sich dann auch noch mit einer gewissen Geschwindigkeit. Also das ist das Beispiel für einen inelastischen Stoß. Und das sind eben zwei dementsprechende Formeln dafür, wie man das dann berechnen kann. Ich habe dann gleich noch ein Beispiel zu den jeweiligen Punkten, dann ist das, glaube ich, klarer. Und dann habe ich noch Spezialfälle, Grenzfälle für einen elastischen Stoß. Den einen Grenzfall habe ich schon als Beispiel genommen, bin ich wieder bei meiner Billardkugeln. Zwei Billardkugeln sind gleich schwer.
Dementsprechend, wenn die aufeinander knallen, ist die Endgeschwindigkeit von der zweiten Kugel die Anfangsgeschwindigkeit von der ersten Kugel und umgekehrt. Das heißt, meine Massen sind da gleich schwer. Und der zweite Grenzfall ist, die Masse 2 ist sehr viel größer als die Masse 1. Ich kann mir also vorstellen, die Masse 2 wird sich einfach nicht bewegen, weil sie ist eine Mauer oder sie ist dementsprechend viel größer. Die Kugel wird dagegen knallen und in die andere Richtung wieder wegfahren. Und das ist das, was da steht. Die Ausgangsgeschwindigkeit von der zweiten Masse, die Endgeschwindigkeit, Entschuldigung, von der zweiten Masse ist in etwa die Ausgangsgeschwindigkeit, das heißt, da hat sich nichts verändert. Und die Endgeschwindigkeit von der ersten Masse ist eigentlich genau in die gegenteilige Richtung plus Geschwindigkeit von der zweiten Masse, wenn sie vorhanden war. Genau, und dann sind wir schon bei meinem Beispiel. Eine Kugel A stößt Kugel B, die sich zuvor in Ruhe befunden hat. Die Kugel A wiegt 100 Kilo, die Kugel B wiegt 100 Kilo, Kugel B bewegt sie eben nicht, Kugel A hat 108 km/h. Und die Frage ist jetzt, wie schnell bewegt sich die Kugel B nach dem Stoß? Ich glaube, bei dem Beispiel, wenn jetzt der großartig wer zum Rechnen anfängt, das bringt nichts, weil zwei gleich schwere Kugeln, die Geschwindigkeiten werden sozusagen übergeben, wie wir zuerst beim Impulshaltungssatz gesehen haben. Wenn die eine Kugel sich zuerst nicht bewegt hat, dann wird sie die andere Kugel, wird sie eine von den zwei Kugeln nachher dann auch nicht bewegen. Das heißt, es ist so, dass die komplette Geschwindigkeit auf die Kugel, von der Kugel A auf die Kugel B übergeht. Also in dem Fall, wenn es sowas sagt, beim elastischen Stoß, es ist nicht viel komplizierter, wie es bei Meta-T ist. Es ist wirklich auf sehr einfacher Basis. Da braucht es ja nicht zum Rechnen anfangen, weil natürlich, wenn ich jetzt anfange, die ganzen Sachen in diese Formel einzusetzen, dann wäre ich nicht fertig in einer Minute. Aber wenn ich mir da einfach hergehe und das kurz logisch durchdenke, ich denke an meine zwei Billardkugeln. Ich weiß, 100 Kilo für eine Billardkugel ist ein bisschen viel. Aber zum Nachdenken, die Kugeln, eine steht, eine rührt aufeinander zu, die eine wird nachher stehen, die andere wird weiter rühren. Das ist einfach das Prinzip davon und das heißt, wie schnell bewegt sich Kugel B? 108 km/h. Brauche ich nicht umrechnen in Meter pro Sekunde, sondern brauche ich einfach nur sagen. Also es kann natürlich dann sein, dass bei Meta-T, weil das machen schon gern, nicht 108 km/h steht, sondern 30 Meter pro Sekunde, weil ihr müsst umrechnen können, aber ansonsten von der Berechnung her ist es nicht schwieriger. Ja? Wenn die Kugel B 50 Kilo, also die Frage war, wenn die Kugel B 50 Kilo wiegt, wie sich die Geschwindigkeit danach verhält, also wie sich die beiden Geschwindigkeiten der Kugeln danach verhalten, dann gehen wir auf die Formel kurz zurück. Dann müsste ich jetzt dementsprechend nur noch die Formel anschauen. Ich habe, in Summe muss es wieder gleich sein, müsste mir die Formel umformen, aber es ist natürlich dann so, dass beide Kugeln sich bewegen. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dann müsste ich mir das jetzt fertig durchdenken, aber es wird dann so sein, dass es ist dann nicht so, dass die komplette Geschwindigkeit übergeben wird, sondern beide Kugeln werden mit der jeweils halben Geschwindigkeit sich bewegen. In was für Richtung? Ja, in die gleiche Richtung. Das heißt, die Kugeln, wenn die eine 100 Kilo hat, die andere 50 Kilo hat, stoßen die aufeinander, dann wird nicht die eine stehen bleiben, weil die eine wird nicht stehen bleiben, weil eben die nicht alle Kraft verliert, sondern beide Kugeln werden sie mit der jeweils halben Geschwindigkeit weiter bewegen. Ist das logisch gewesen? Perfekt. Gibt es noch Fragen zum elastischen Stoß? Ansonsten kommen wir zum inelastischen. Beim inelastischen Stoß ist es so, dass eine gewisse kinetische Energie verloren geht. Wohin geht sie verloren? Wenn ich jetzt mir vorstelle, zwei Autos, die aufeinander knallen, die sich ineinander verschränken, also die halt irgendwie hängen bleiben, in die Verformung vom Metall beim Auto geht sie verloren. Es ist natürlich
nur ein Beispiel, das man sich vorstellen kann, dass man es merkt. Es ist in echt natürlich ein bisschen komplizierter, aber vom Prinzip her ist es das. Sie geht einfach irgendwo hin verloren. Sie kann sein, dass sie einfach in Reibung verloren geht, aber am besten, mir hat man es immer so gemerkt, Auto knallt zusammen, das Blech vom Auto verbirgt sich, dementsprechend geht Energie verloren. Ja, ein Beispiel wieder, Objekt A prallt auf ein stehendes Objekt B. Das heißt, A wiegt 50 Kilo, B wiegt 150 Kilo. Wie schnell bewegt sich A plus B, also die verschmolzene Masse sozusagen, danach, nach dem Stoß? Ich habe euch eine kurze Lösungshilfe gegeben. Die Geschwindigkeit V2 ist 0. Das heißt, mir fällt dieser Term M2 mal V2a. V2a ist 0. Das heißt, der fällt mir komplett weg, weil Masse mal 0 ist auf jeden Fall 0. Und ich habe dann nur mehr die Formel M1 mal V1, ist genau das. Und wenn ich mir die umforme, komme ich auf meine Endgeschwindigkeit mit diesem Masse, also mit der dementsprechenden, mit dem Faktor aus den beiden Massen berechnet. Ist euch klar, was ich gemacht habe? Berechnen, glaube ich, ist jetzt leicht, hoffe. Der wird geklopft. Entschuldigung, die Angabe natürlich. A wiegt 50 Kilogramm, ist die Masse 1. B wiegt 150 Kilogramm, ist die Masse 2. Kann man schon wieder sagen? Bitte? Wie? Na, also über 23 einmal ist es nicht. Also wenn ich einsetze in die Formel, M1 ist 50, M1 plus M2 ist 50 plus 150, sind 200 und 50 durch 200 ist ein Viertel. Und ein Viertel mal V1, also V1 war 72 km/h, ist 18 km/h, wenn ich mich nicht verrechnet habe daheim. Aber ich glaube nicht. Ist wer auf das gekommen? Passt. Ein paar Deiten. Ich habe mich, glaube ich, nicht verrechnet. Also die Antwort ist 18 km/h. Wenn man das umrechnen will, 5 Meter pro Sekunde. Gibt es dazu noch Fragen? Zum irgendeinen Stoß oder zur Mechanik? Ansonsten komme ich zu dem Punkt, wo ich mich ein bisschen wohler fühle, das ist die Elektrizitätslehre. Was habe ich euch da vorbereitet? Ich habe euch ein paar Tipps, wichtige Formeln aufgeschrieben. Ich glaube, die werdet ihr alle kennen, aber ihr werdet sehen, mehr habe ich für den ganzen zwei Versuche, die ich braucht habe, bei meiner TNI nie gehabt. Und trotzdem, also das reicht aus für den Meta-T. Und dann habe ich eben ein Beispiel, das eigentlich meiner Meinung nach, gut, also ich habe Elektronik gemacht, ich weiß, aber es ist ein sehr leichtes Beispiel, das man sehr schnell berechnen kann. Das sind die Potentialunterschiede, das heißt die elektrische Spannung. Da will ich euch einen kurzen Tipp und ein Beispiel geben. Und dann noch habe ich noch kurze Berechnungen bezüglich Widerstand und Serien- und Parallelschaltung, was aber jetzt nichts sehr Kompliziertes ist, wo ich auch noch so ein paar Tipps geben kann. Und dann erkläre ich noch dazu auch noch kurz ein bisschen was über elektromagnetische Wellen. Das ist aber dann mehr Theorie, da gibt es noch ein kurzes Rechenbeispiel. Dann sind wir schon bei meinen wichtigen Formeln. Die wichtigste Formel ist natürlich das Ohmsche Gesetz. Ich habe euch das so aufgezeichnet, das schöne Dreieck. Warum habe ich das gemacht? U durch R mal I. Es geht nämlich ganz einfach, wenn ihr jetzt hergeht bei diesem Dreieck und die Größe, die ihr wissen wollt, abdeckt, dann steht genau die Formel dafür da. Das heißt, wenn ihr I wissen wollt, deckt ihr bei dem Dreieck I ab und dann steht da U durch R und ihr wisst schon, was ist der Strom.
Genauso umgekehrt, wenn ihr U wissen wollt, deckt ihr U ab, dann steht da R mal I und das ist das Ohmsche Gesetz für Spannung. Geht übrigens bei jeder Formel mit drei Zeichen, also das ist jetzt nichts Spezielles für das Ohmsche Gesetz, aber das hat mir am Anfang, also sage ich mal die ersten zwei, drei Jahre in der HTL sehr geholfen, dass ich da sicher nichts falsch mache, einfach um sicher zu sein, weil sonst vertut man sich ganz einfach sehr schnell bei dem. Dann gibt es noch ein Beispiel mit Widerstand eines Leiters, das heißt Widerstand R, dementsprechend, wie kann ich von Draht zum Beispiel einen Widerstand berechnen? Das ist diese Formel. Das Rho steht in dem Fall für eine Materialkonstante. Bei meinem Beispiel, was ich dazu habe, wird es sehen, ich werde es nicht brauchen. Wenn es notwendig ist, dann wäre es angegeben natürlich bei Meta T. Also das ist einfach irgendeine Konstante. Und L und A, glaube ich, ist klar, Länge und Durchmesser des dementsprechenden Drahtes oder was weiß ich, was man hat. Und elektrische Leistung ist Spannung mal Stromstärke. Mehr Formeln, wie gesagt, glaube ich nicht, dass wir brauchen. Und dann komme ich zum meine Potentialunterschiede. Und ich vergleiche das immer gern, das ist eben der Tipp, den ich euch geben will, stellt euch das so vor, mit Höhenunterschieden. Ich habe einen Potentialunterschied, ist eigentlich nichts anderes wie ein Höhenunterschied in Metern. Wenn ich mir vorstelle, an meinem Beispiel, ich habe zwei Klemmen, 1 und 2. Die eine Klemme hat minus 6 Volt, und bei der liegt minus 6 Volt an, die andere liegt bei plus 4 Volt. Und Klemme 1, die mit minus 6, stecke ich jetzt an den Plus-Eingang eines Voltmeters. Und die Klemme 2 an den Minuspol. Und die Frage ist jetzt, wie hoch ist die Spannung, die mir dieses Voltmeter anzeigt? Das ist so ein Beispiel, was ich glaube bei beiden Aufnahmetests die gemacht habe. Ich meine, das sind da schon wieder 2 und 3 Jahre her. Aber da habe ich glaube bei beiden in die Richtung ein Beispiel gehabt. Und das ist eigentlich sehr einfach. Stellt euch einfach vor, die minus 6 sind eine Meereshöhe. Das heißt, minus 6 würde heißen, ich bin minus 6 Meter unterm Meeresspiegel. Plus 4 würde heißen, ich bin 4 Meter über dem Meeresspiegel. Und die Fragestellung, die ich jetzt eben habe, wenn ich sage, okay, ich stecke mir an die Plus, ich stecke Klemme 1 an die Plus, Klemme eines Voltmeters an, dann heißt es, wie weit müsste ich von minus 6 Meter hinuntergehen, um auf plus 4 Meter zu kommen? Das ist die Fragestellung. Und das ist ein bisschen blöd formuliert, aber es heißt im Endeffekt, ich müsste minus 10 Meter runtergehen, das heißt in Wirklichkeit muss ich aufgehen, dass ich dementsprechend zu den plus 4 Meter komme. Und nichts anderes ist es bei den Potentialunterschieden. Wenn ich die negativere Spannung an den Pluspol anhänge dann, und auf plus 4 bin, dann wird mir das Voltmeter was ansagen? Weiß ich schon wer? Irgendwer, der sich traut? Ich habe es im Endeffekt eh schon gesagt. Minus 10, genau. Also es ist halt einfach wirklich nichts anderes als, ich stelle mir vor, ich bin 6 Meter unter dem Wasser, wie weit muss ich aufgehen, dass ich auf plus 4 komme? Und in dem Fall muss ich sagen, okay, ich muss minus 10 Meter, wie weit muss ich runtergehen, dass ich auf plus 4 komme? So. Ich muss minus 10 Meter runtergehen, also eigentlich auf, dass ich auf plus 4 komme. Und genau so kann man sich das vorstellen. Ist eine Frage bitte? Deswegen, du musst dir vorstellen, die Fragestellung, die ich jetzt gerade gemacht habe, gilt immer. Das heißt, wie weit muss ich von der Plusklemme des Voltmeters hinuntergehen, damit ich auf die Minusklemme komme? Das heißt, in dem Fall, wenn ich, wie weit die Plusklemme hat minus 6, wie weit muss ich hinuntergehen, dass ich auf plus 4 komme? Wenn du jetzt dann dort an 8 und minus 4 hast, geht das genauso. Wie weit muss die Plusklemme, wie weit muss ich von plus 8 auf minus 4 gehen? Dann muss ich sagen, da muss ich da hinuntergehen, das heißt, da muss ich dann 12 Meter plus 12 Meter hinuntergehen. Genau, du kannst dir vorstellen, Plusklemme zur Minusklemme und dann musst du halt vorstellen, bei der Plusklemme, wie weit muss ich runtergehen? Also die Fragestellung, vielleicht, dass das auf Video auch ist, die Fragestellung war, woher weiß ich, was ich ein Plus und was ich ein Minus, also was ich da machen muss. Da ist eine Frage? Nein, das war gerade das andere Beispiel, was ich gebraucht habe. Wenn ich an die Plusklemme zum Beispiel plus 8 Meter anstecke und an die Minusklemme minus 4, dann muss ich von plus 8 auf minus 4 12 Meter hinuntergehen, plus 12 Meter hinuntergehen.
Und wenn ich minus 6 auf plus 4 bin, dann muss ich minus 10 Meter hinuntergehen, also eigentlich hinauf. Wenn ich sage hinuntergehen, so wie die Frage jetzt formuliert habe, dann gehst du immer von plus zur Minusklemme, genau. Wenn du es anders formulierst, dann war es natürlich anders, aber das würde ich, jetzt dann einfach so mal merken. Also so habe ich es immer gemacht und man gemerkt, weil von plus auf minus geht man hinunter. Da ist noch eine Frage. Ja? Dann wäre es plus 10, genau. Also die Frage war, was wäre, wenn da stehen würde, Klemme 1 wird an den Minuseingang des Voltmeters gesteckt und die Klemme 2 an den Minuspol, an den Pluspol, dann wäre es genau umgekehrt. Dann müsste ich die Frage so formulieren, wie weit muss ich von plus 4 hinuntergehen, dass ich auf minus 6 komme und das sind dann plus 10 Meter. Na, du kannst eben, also die Frage war jetzt, kann man nicht einfach sagen, wenn ich ein Plus, ein Positive habe, dann wird es negativ. Kann ich nicht, weil ich kann zum Beispiel auch haben, an Klemme 1 wird Klemme 1 liegen minus 6, an Klemme 2 liegen minus 12. Dann habe ich trotzdem plus 6 Volt am Voltmeter anstehen. Da war noch eine Frage. Die Frage war jetzt sozusagen ein bisschen mathematischer, wenn ich es in eine Formel setze, ja natürlich, das ist die richtige Taktik. Das ist genau das, was ich gesagt habe, nur halt in eine Formel gegossen. Und ich habe mir gedacht, das ist einfacher, wenn ich einfach in einen Satz das gieße. Aber es stimmt. Gut. Meine Potenzialunterschiede, immer lustig. Gehen wir weiter. Widerstand eines Leiters. Im besten, glaube ich, macht man das einfach direkt mit diesem Beispiel, das ich habe. Der Widerstand ist von Länge, also wenn ich jetzt sage, ich nehme einen Draht her, so wie ich es in meinem Beispiel habe, ist er von der Länge des Drahtes abhängig, er ist abhängig vom Querschnitt des Drahtes und er ist abhängig vom spezifischen Widerstand, das ist die Konstante, die Materialkonstante, die ich gesagt habe. Das Beispiel, ich glaube, das war einmal ein Beispiel bei einem meiner Aufnahmetests, also nicht mit den gleichen Zahlen, aber so in etwa war es, zwei Drähte aus gleichem Material, das heißt Materialkonstante ist die gleiche, Draht 1 hat Länge 100 Meter, Durchmesser 2 mm, Draht 2 hat Länge 200 Meter und Durchmesser 4 mm und jeweils dann den Widerstand R2. Und die Fragestellung ist, wie hoch ist Widerstand R2, wenn R1 100 Ohm ist? Na. Also die Antwort war jetzt aus die Schnelle ausgeschossen 100, aber das stimmt in dem Fall nicht. Ich habe eine kurze Lösungshilfe aufgeschrieben. Im Endeffekt, die Materialkonstante fällt weg. Ich glaube, das ist klar, wenn ich die gleichen Drähte habe, brauche ich keine Materialkonstante. Sonst müsste sie ja in der Angabe stehen. Das ist auch vielleicht noch so eine kleine Sache. Wenn irgendwas von einer Formel, das ihr nicht wisst, nicht in der Angabe steht, dann lässt ihr sie meistens irgendwie wegkürzen. Gut für Mathematik und für Physik genauso. Und in dem Fall kann ich eben das wegkürzen und ich kann mir dann das Verhältnis von R1 zu R2 berechnen, indem ich das so umforme, wie ich es gehabt habe. Ich habe die Länge L1 durch L2 und A2 durch A1. Und warum es nicht der gleiche Widerstand ist, siehst du an der Flächenformel, weil eben die Fläche ist über das Quadrat miteinander verbunden, weil R2 Pi, Draht ist rund, das heißt die Querschnittsfläche ist ein Kreis und die Fläche vom Kreis ist R2 Pi. Kann schwer berechnen? Oder hat schwer berechnet vielleicht?
Weiß wer eine Antwort? Sonst gibt sie. Ja, bitte. Genau, das Verhältnis ist 2 zu 1. Also ist im Endeffekt der Widerstand R1, R2, R1 halbe. Also 50 Ohm in dem Fall ist die Antwort. Ihr seht, an dem Beispiel will ich euch nur klar machen, der Draht 2 ist doppelt so lang wie der Draht 1. Allerdings hat er einen doppelt so großen Durchmesser und trotzdem ist der Widerstand nur halb so groß. Und das hat einfach den Grund, dass die Fläche über das Quadrat miteinander verbunden ist, R Quadrat. Das heißt, wenn ich einsetze in die Formel A2, also das Pi kürzt sich raus, bei A2 habe ich 4 mm zum Quadrat durch 2 mm zum Quadrat, das ist das 16 Viertel und Faktor 4 und L1 zu L2 ist Faktor 2, also 200, 100 durch 200, ist 0,5. Also 0,5 mal 4 ist der Faktor 2 zwischen R1 und R2. Alles unklar? Gibt es Fragen dazu noch? Ja? Wenn die Fragestellung ist, wie, also Entschuldigung, ja okay, ich habe die Fragestellung heute erst umgedreht. Wenn die Fragestellung so wie da ist, wie hoch ist der Widerstand R2, wenn R1 100 Ohm ist, dann brauchst du das schon. Aber da habe ich die Frage nicht umgedreht, Entschuldigung, das war mein Fehler. Also ja, wenn's, so wie es da steht, hast du recht, brauchst eigentlich die 100 Ohm nicht. Gut, dann komme ich zum nächsten Thema. Das ist Elektrizitätslehre, Serien- und Parallelschaltung. Ich glaube, da können wir relativ rasch drüber gehen, weil es ist einfach nicht kompliziert. Die Serienschaltung ist einfach Widerstände addieren. Da brauche ich nicht viel dazu sagen, glaube ich. Wenn ich jetzt einen Widerstand, zwei Widerstände habe, ziehe ich die zwei Widerstände zusammen. Wenn ich 15 Widerstände habe, ziehe ich 15 Widerstände zusammen. Ich glaube, Serienschaltung brauche ich nicht viel dazu sagen. Bei der Parallelschaltung ist es etwas komplizierter. Das sind natürlich die Kehrwerte der Widerstände, die Summe der Kehrwerte der Widerstände ist der Kehrwert des Gesamtwiderstandes. Das heißt, das ist über das verbunden. Dazu ja, schaut sehr kompliziert aus, aber ich habe euch ein kurzes Beispiel gemacht, wo ihr sehen werdet, bei der Parallelschaltung ist es, wenn es zum LED kommt, auch meistens sehr leicht mit einem ganz einfachen Trick, den ich euch im Anschluss sagen werde. Also Serienschaltung, glaube ich, kann man sofort wieder sagen. Wer traut sich? Die Serienschaltung, wie groß ist der Gesamtwiderstand bei der Serienschaltung? 4 Kilo Ohm, genau, ist richtig. Und bei der Parallelschaltung? Kann es auch wer sofort sagen? Weiß wer den Trick vielleicht schon? Ja? Genau. Also die Antwort war, das ist einfach die Hälfte. Bei der Parallelschaltung gibt es nämlich so einen Spezialfall, den man sich merken kann. Wenn die beiden Widerstände gleich groß sind, dann ist einfach der Gesamtwiderstand die Hälfte eines Einzelwiderstandes. Also in dem Fall 2 Kilo Ohm und 2 Kilo Ohm, die Hälfte ist 1 Kilo Ohm, wäre bei der Parallelschaltung der beiden Widerstände der Gesamtwiderstand. Ihr könnt das gerne in die komplizierte Formel einsetzen, aber es stimmt. Ja? Ja, aber wenn wir in die Formel einsetzen, ich kann es ja kurz mit alle machen, wenn ich einsetze, ich habe 2 Kilo Ohm und 2 Kilo Ohm, 1 durch 2 und 1 durch 2 ist jeweils 0,5 plus 0,5 ergibt 1, in Kilo Ohm natürlich weiterhin, also 1 durch Kilo Ohm und wenn ich das jetzt in Kehrwert davon nehme, bleibt es trotzdem, also 1 Milli so, in dem Fall, wenn ich in Kehrwert davon nehme, habe ich wieder 1 Kilo Ohm. Also wenn ich das dann ausrechne, wenn ich dort einsetze, komme ich wieder auf mein Kilo Ohm. Und das war einmal, wie gesagt, bei mir war es einmal so mit diesem einfachen Trick, dass die zwei Widerstände gleich groß waren und wie groß ist der Widerstand in der Parallelschaltung? Einfach die Hälfte. Ja? Dann hast du einen Gesamtwiderstand von 500 Ohm. Also die Frage war, wenn jetzt die beiden Widerstände jeweils 1 Kilo Ohm sind, 1 Kilo Ohm und 1 Kilo Ohm, dann hast du einen Gesamtwiderstand von 500 Ohm. Ich habe jetzt nicht alle einzeln durchprobiert, aber das ist was ich meine, also was sicher stimmt.
Was ich halt einfach immer so gemacht habe, das ist einfach, es passiert halt einfach sehr häufig. Ja, 0,001 Ohm kommt raus, aber das ist der Kehrwert. Also nicht Ohm, sondern 1 durch Ohm. Entschuldigung, falsche Richtung. Das ist 1 durch R gesamt, ist 0,001. Und jetzt musst du noch 1 durch das rechnen, dass du auf R gesamt kommst. 1 durch 0,001 ist 1 Kilo Ohm. Wenn du jetzt zwei zusammensetzt, 1 durch 2 Kilo, 1 durch 2 Kilo, kommt 0,001 heraus, das stimmt schon. Aber das ist 1 durch R gesamt, nicht? Das heißt, du musst dann noch einen Kehrwert nehmen, dass du auf den Gesamtwiderstand kommst. Gibt es sonst noch Fragen zu dem Thema? Sonst komme ich noch zum letzten Thema der Elektrizitätslehre, kurz zu den elektromagnetischen Wellen. Das ist mehr ein kurzes theoretisches Thema, weil recht viel mehr als theoretische Frage, bis auf eine Sache, was kann ich mir eigentlich nichts vorstellen, was da dann großartig beim Medatec gefragt wird, weil es einfach sonst zu kompliziert wird. Was sind Wellen? Wellen breiten sich im Raum aus, Wellen können sich gegenseitig beeinflussen, ist sogenannte Interferenz und der Abstand zwischen zwei Wellenbergen, den nennt man die Wellenlänge Lambda. Es gibt zwei große unterschiedliche Arten von Wellen. Das sind Transversalwellen und Longitudinalwellen. Das ist, ich kann mir vorstellen, die Transversalwelle ist die Auslenkung senkrecht zur Ausbreitungsrichtung, so wie es da aufzeichnet ist, das heißt, da habe ich dann den Sinus. Und bei der Longitudinalwelle ist die Auslenkung parallel zur Ausbreitungsrichtung. Das heißt, ich habe diese Zusammenschiebungen, so wie es da unten gemacht worden sind. An dem Punkt schaut sich diese zwei Sachen an. Ich glaube, ich habe einmal so eine Frage gehabt dazu, was ist eine Transversalwelle, Auslenkung senkrecht zur Ausbreitungsgeschwindigkeit oder umgekehrt, was Longitudinalwelle, ich weiß nicht mehr genau. Recht viel mehr dazu geht, glaube ich, sehr ins Detail. Ist meiner Meinung nach nicht notwendig. Die Interferenz, das ist schon was, was eigentlich sehr einfach zu wissen ist und wo ihm auch so eine leichte Frage kommen soll. Was bedeutet konstruktive Interferenz? Die beiden Wellen addieren sich, also die Wellenberg trifft auf Wellenberg. Das heißt, in Summe habe ich einen doppelt so hohen Wellenberg. Und bei der destruktiven Interferenz, das sind die zwei Extremfälle der Interferenz, Wellenberg trifft auf Wellental, die zwei zusammenzählt, wenn sie gleich groß sind, kommt nichts mehr aus, also gibt es keine Welle mehr. Oder das dazwischen, das heißt, wenn es irgendwie verschnitten trifft, dann müsste man es für jeden einzelnen Punkt ausrechnen. Aber wie gesagt, wenn ihr euch das versteht, was heißt konstruktive, was heißt destruktive, diese zwei Extremfälle, das ist was, wo man vorstellen kann, da kommt eine theoretische Frage dazu. Und dann habe ich noch das elektromagnetische Spektrum kurz herausgegriffen. Was ihr davon mitnehmen sollt, das schaut jetzt nicht so kompliziert aus, ihr werdet jetzt nicht wissen, Licht vielleicht ist ein schlechtes Beispiel, weil Licht kann man in etwa den Wellenbereich wissen, also den Wellenlängenbereich sollte man wissen, aber ihr müsst jetzt nicht wissen, was für Frequenz hat die Mikrowelle oder was für Frequenz hat WLAN oder was für Frequenz hat der Rundfunk, sondern ihr müsst nicht nur wissen, okay, das sind alles elektromagnetische Wellen. Das heißt, auch WLAN wird irgendwie über elektromagnetische Wellen übertragen. Im 2,4 GHz Bereich, das habt ihr sicher schon mal gehört, oder im 5 GHz Bereich. Ihr wisst, dass Röntgenstrahlung auch nichts anderes ist als eine elektromagnetische Welle. Solche Sachen kann leicht sein, dass irgendwo so eine theoretische Frage dazu kommt. Das heißt, ihr solltet auch wissen, okay, was sind alles elektromagnetische Wellen? Und ihr solltet auch wissen, okay, Schall ist keine elektromagnetische Welle. Das sind halt einfach solche Unterschiede, diese sind ja wirklich die Basics von dem Ganzen. Das müsst ihr halt einfach kennen. Und jetzt ins Detail, wie gesagt, wir wissen, Wellenlänge von Rundfunk, VHF gibt es mittlerweile nicht mehr, aber braucht man nicht wissen. Und dann habe ich ein kurzes Rechenbeispiel. Als Abschluss sozusagen,
Ist bei mir jetzt nicht gekommen, aber kann ich mir vorstellen, weil es geht relativ leicht, das auszurechnen. Gegeben ist eine elektromagnetische Welle mit einer Periodendauer T von 10 hoch minus 15. Wie lange ist die Wellenlänge und wie hoch ist die Frequenz davon? Die Lösungshilfe, Lichtgeschwindigkeit, bitte die Zahl merkt euch. Braucht es nicht 299.792.000 wissen, aber ihr merkt euch 300 Millionen Meter pro Sekunde oder 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das solltet ihr euch natürlich merken. Und ansonsten kann man über diese Formel Lambda ist C durch F dann dementsprechend die Wellenlänge ausrechnen. Was wäre, wie man auf die Frequenz kommt? Bitte? Genau, also die Frequenz ist einfach 1 durch T. Das heißt 1 durch 10 hoch minus 15. Dann sind wir gleich bei Mathematik. Das ist nämlich 10er Potenzen umrechnen. 1 durch 10 hoch minus 15 ist 10 hoch 15, richtig. Und dann kann ich da einsetzen. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, ich habe 0,3 Mikrometer ausgekriegt für die Wellenlänge. Weil man jetzt einsetzt 300 Millionen Meter pro Sekunde durch 10 hoch 15 Hertz. Hertz ist 1 durch Sekunde. Dann kommt dementsprechend Lambda raus. Also kommt dementsprechend 0,3 Mikrometer raus. An dem Punkt, weil ich gerade da denke, schaut euch auch das an, setzt es in die Formeln mit den Einheiten ein. Aus dem einfachen Grund, wenn man jetzt eine Wellenlänge ausrechne, dann muss die Einheit Meter, irgendwas mit Meter rauskommen, weil es ist eine Länge. Und wenn ihr irgendwie aus irgendeinem Grund falsch eingesetzt habt, und dann merkt ihr sofort an den Einheiten, scheiße, da stimmt was nicht. Das heißt, das ist so eigentlich ein relativ einfacher Trick, wenn ich da jetzt einsetze für C Meter pro Sekunde und für die Frequenz 1 durch Sekunde, das ist Hertz, dann kürzt die Sekunde raus und es bleibt Meter übrig. Und da sehe ich sofort, ja, es stimmt, also die Einheit passt, also ihr müsstet eigentlich stimmen, so wie ich gerechnet habe. Das ist auch noch so ein kleiner Trick, wie man das eigentlich relativ rasch überprüfen kann. Ist irgendwie unklar, wie man auf die Wellenlänge kommt? War da gerade irgendwo eine Frage, oder? Zuerst? Nein. Gut. Ja, dann bin ich mit meinen Physikausführungen durch. Quellenangabe, ja, also das ist jetzt dann genau das, was wir zuerst erwähnt haben. Das sind unsere Ausführungen, unsere Skripten, die Studien- und Maturantenberatungen gemacht hat. Bilder brauche ich da auch nicht. Dann starte ich noch gleich direkt weiter. Ich finde meine Maus nicht. Das. So, ich mache noch die Mathematik ganz kurz. Das sollte sich ausgehen und anschließend mache ich eine kurze Pause, wenn das für euch okay ist. Das ist nicht viel in der Mathematik, deshalb müsste man das dementsprechend in der Viertelstunde hinbekommen. Was haben wir für Mathematik gedacht? Die Differentialrechnung habe ich euch ganz kurz näher gebracht, würde ich ganz kurz näher bringen, was einfach sehr einfach ist. Einfache Sachen dazu, was ich mir vorstellen kann, dass zum MetaT kommen. Kurz ein paar Worte zu den Funktionen, also Sinus, Cosinus, Tangens und anschließend was zum Logarithmus, weil es da auch was gibt. Ja, generell die Mathematik kann ich euch gleich sagen, das meiste, was dazu kommt, ist irgendwas in Zehnerpotenzen rechnen oder irgendwas in Formeln umzurechnen. Also irgendwelche Einheiten umrechnen. Das war das, was bei mir sicher 50% der Fragen ausgemacht hat. Das heißt, schaut, dass du sattelfest seid. Die anderen Sachen sind ja ein bisschen schwerer natürlich, aber es ist im Endeffekt auch nichts Kompliziertes zu wissen. Von der Differential- und Integralrechnung, also Differentialrechnung bin ich jetzt im Endeffekt, das da brauche ich, genau.
So, warum ist die Uhr da? Das hat mir keiner gesagt, sorry. So. Sorry, jetzt ist es da. Die Differentialrechnung ist im Endeffekt, kann man da sehr viel und sehr kompliziert. Ich glaube, jeder von euch hat eine Kurvendiskussion gemacht oder hat in der Schule sicher Kurvendiskussionen gemacht. Man kann sich Stunden mit einer so einer Rechnung beschäftigen oder wahrscheinlich mit einfachen Kurvendiskussionen, so wie man es in der Schule macht, wahrscheinlich braucht man 5 bis 10 Minuten. Und ich habe es schon mehrmals gesagt heute, wir haben keine 5 bis 10 Minuten pro Beispiel bei MedAT. Das heißt, so etwas Kompliziertes kann eigentlich nicht kommen. Das, was ihr meiner Meinung nach wissen müsst zur Differentialrechnung, ist zum Beispiel so eine Sache, die erste Ableitung einer Kurve entspricht immer der momentanen Steigung. Da ist dieses GIF, was da drinnen ist, mit dem Ding, also mit dem, was sich da bewegt, eigentlich relativ gut. Hier unten steht immer die erste Ableitung und oben der aktuelle Punkt x bei a. Ihr seht halt einfach, wenn die Kurve nach unten geht, ist die Steigung negativ, wenn die Kurve nach oben geht, ist die Steigung positiv und wenn die Kurven sich nicht bewegt, ist die Steigung 0, so wie es jetzt gleich sein wird. Jetzt ist sie 0 gewesen. Kurz. Das heißt, sie entspricht somit der momentanen Änderung. Das ist was ihr vielleicht einfach als Theoriefrage kriegen könnt. Ich habe da nur ein Beispiel zur Differentialrechnung, das auch sehr einfach ist, was ich mir auch noch vorstellen konnte. Und genau, die Kurvendiskussion, ich habe es erwähnt, ihr solltet jetzt einfach auch wissen, was heißt das, ein Hochpunkt. Ein Hochpunkt, das heißt, die erste Ableitung, die Steigung in dem Punkt ist 0, das müsst ihr einfach wissen. Was heißt der Wendepunkt? Die Steigung geht vom, die Kurven ändert die Neigung, falls du gerade hast. Bitte? Die Krümmung, genau, Entschuldigung, das war es, was mir gerade nicht eingefallen ist, die Krümmung. Das passiert in einem Wendepunkt. Nullstellen, ja, in einer Nullstelle ist natürlich, ist natürlich f von x 0. Diese Sachen würde ich jetzt nicht großartig herunterbeten, das müsst ihr einfach können, meiner Meinung nach theoretisch wissen, weil wie gesagt, praktisch anwenden, eine Kurvendiskussion, das geht sich einfach von der Zeit her schon nicht aus und deshalb kann ich mir vorstellen, oder es war zum Beispiel, glaube ich, bei mir auch mal in einem Hochpunkt, wie groß ist die erste Ableitung. Und da müsst ihr einfach sofort wissen, okay, die erste Ableitung in einem Hochpunkt, Steigung 0, muss 0 sein. Solche Sachen in diese Richtung kann gefragt werden bei der Differentialgleichung und wie gesagt, alles andere ist einfach von der Zeit her nicht, meiner Meinung nach, nicht drinnen. Dann die Sachen, das kann ich mich auch erinnern, dass einfach gefragt worden ist, okay, was ist die Ableitung von Sinus, was ist die Ableitung von Cosinus, die Sachen, bitte schaut euch das auch an, das ist auch gleich einmal eine schnelle Frage, die gestört ist und die man gut vorstellen kann, dass es kommt. Ja, und da, das kann ich mich glaube ich auch erinnern, da war einmal einfach so ein Polynom, ein ganz ein einfacher, wo ich halt einfach dann einmal ableiten habe zu müssen und das war halt auch die Fragestellung, okay, was ist die erste Ableitung von diesem Polynom? Oder umgekehrt, das ist die erste Ableitung von welchem Polynom oder könnte die, welche Ableitung sein? Also es ist auch wirklich ganz einfach, dementsprechend diese Sachen ableiten können, ohne jetzt spezielle Funktionen, ohne jetzt dann irgendwie Quotientenregel oder sonst irgendwas anzuwenden, das kann auch leicht sein, das kommt, aber es ist sehr einfach und wie gesagt, es muss in einer Minute ausgehen. Und dann habe ich so ein Beispiel, wo ich mich, ich glaube es war bei meinem ersten Antritt, da war so ein so oder so ähnlich ein Beispiel da, was heißt das? Der Herzschlag wird um x Schläge pro Minute langsamer, der Ruhepuls hat p Schläge pro Minute und ein Medikament steigert den Herzschlag quadratisch um den Faktor y pro Minute. Dann war eben noch die Gleichung dementsprechend angegeben. Die Frequenz, also f von t, ist die Formel, so wie sie da steht. Also x in dem Fall ist, senkt den Herz, also wird um x Schläge pro Minute langsamer. Das heißt, es ist eine lineare, es wird weniger, es muss minus sein. Und beim Herzschlag wird quadratisch gesteigert, wird
y mal t Quadrat in dem Fall sein, also die Zeit zum Quadrat. Genau, und die Fragestellung, nach welcher Zeit tritt die minimale Herzogenz auf? Das ist eben schon sowas, wo ich sage, okay, es schaut am ersten Blick vielleicht sehr kompliziert aus, ist es aber eigentlich nicht, weil wenn da schon steht, wann tritt die minimale Herzfrequenz auf, dann muss ich das schon triggern und dementsprechend müsst ihr schon springen und sagen, okay, minimal, das ist irgendwie Extremwert, also in dem Fall minimal, ein niedriger, ein Punkt, wo sich die Steigung ändert und das heißt für mich, die erste Ableitung muss 0 sein. Wenn ich das habe, leite ich dieses Beispiel einmal ab, so wie ich es gemacht habe, in dem Fall, also minus x plus 2y mal t ist gleich 0, weil der muss in dem Punkt 0 sein und umformen muss es dann auf t, weil nach welcher Zeit ist gefragt gewesen und in dem Fall war bei mir bei der Anwendmöglichkeit dann so, ich meine, es ist nicht genau das Beispiel gewesen, es waren natürlich andere Buchstaben und ich bin mir nicht sicher, ob es Herzschlag war, aber es war irgend sowas, war dann als Antwortmöglichkeit t ist gleich x durch 2y da. Und das ist dann sozusagen die Frage gewesen. Es waren dann keine Zahlen einzusetzen. Lasst euch nicht davon verwirren, wenn keine Zahlen da sind. Das ist halt einfach sehr schnell innerhalb locker von einer Minute zum Erledigen. Haltet euch das auch immer im Hinterkopf. Wenn ihr es nicht in einer Minute schaffen könnt, dann geht es wahrscheinlich irgendwie einfacher. Gibt es dazu eine Frage? Gut, dann komme ich noch, wie gesagt, sehr kurz zu meinen Funktionen. Sinus, Cosinus und Tangens habe ich nur kurz die Theorie dazu. Aus dem Grund, weil, wie gesagt, Ableitung war vielleicht gefragt, aber großartig was anderes war bei mir, oder konnte ich mich nicht erinnern, dass gefragt worden ist. Deshalb, das ist die Theorie dazu. Was ist der Sinus eines Winkels gegen Kathete des Winkels durch die Hypotenuse? Das ist der Einheitskreis dementsprechend dazu, wenn man sich das so vorstellt, dann ist es der Sinus eben dieser Pfeil nach oben in dem Fall. Cosinus dementsprechend die Ankathete gegen die Hypotenuse und der Tangens ist Gegenkathete durch Ankathete. So, das gilt natürlich immer nur in einem rechtwinkeligen Dreieck. Wie gesagt, das glaube ich, kann höchstens eine theoretische Frage dazu kommen. Recht viel mehr kann man da nicht vorstellen. Und dann schaut euch diese Sachen auch an. Das ist was, wo ich mir, glaube ich, was ich mir, bin mir nicht ganz sicher, es war, glaube ich, der erste Test. Da bin ich dann einfach gefragt worden: Okay, Sinus, diese Funktion ist, ist die Funktion t von x. Welche Funktion ist das? Ist das ein Sinus? Ist das ein Cosinus? Ist das ein Tangens? Ist das ein Minussinus? Das heißt, nicht nur Sinus, sondern auch ein Minussinus anschauen. Solche Sachen kann ich mir auch leicht vorstellen, dass es eine relativ einfache Frage ist, in die Richtung gehend. Und die Tangensfunktion natürlich dementsprechend das Gleiche. Und es ist nicht sehr viel, ich weiß, aber wie gesagt, man kann in der Mathematik natürlich sehr tief hineingehen, aber wie gesagt, wenn man 1 Minute pro Beispiel Zeit hat, es geht nicht recht für mehr, was gefragt werden kann. Und es ist, war auch dementsprechend einfach bei meinen Tests. Und dann komme ich noch zum Logarithmus. Da habe ich auch ganz kurz aufgezeichnet. Also das habe ich nicht gebraucht, aber es ist halt, dass man weiß, was eine Logarithmusfunktion ist. Habe ich da kurz hineingetan. Was da interessant ist, das ist ja auch immer sowas, was sehr gerne gefragt wird, weil es Rechenregeln sind, die eigentlich sehr einfach sind, aber oft einmal zu Verwirrung führt. Und deswegen habe ich auch die Rechenregeln für den Logarithmus hergeschrieben, die einfachsten, nicht alle, wie ihr die rechnen könnt. Das heißt, wenn ihr so einen Logarithmus, einen Log habt, das heißt einen 10-Logarithmus von, oder wurscht was für einen Logarithmus, von x mal y, dann könnt ihr das auch so hinschreiben, dass ihr sagt, Logarithmus von x plus Logarithmus von y. Das gleiche mit x durch y, das heißt, das ist der Logarithmus von x minus der Logarithmus von y. Und der Logarithmus von x hoch r lässt sich auch so auflösen, dass er sagt, r mal Logarithmus von x.
Das sind einfach wirklich nur die einfachen Logarithmus-Rechenregeln und dazu ist, kann ich mir leicht vorstellen, dass irgendwie so ein Beispiel kommt, okay, so wie ich es da habe, ich habe euch ein paar Beispiele aufgeschrieben, der Logarithmus von 0,001 ist was. Das ist ein Beispiel, was wirklich sehr schnell geht und ihr müsst dementsprechend eine Antwort halt dann auswählen. Kann man wer die Antworten sagen? Logarithmus von 10 hoch 15? 15, ich habe es glaube ich irgendwo gehört, ist richtig. Logarithmus von 10 hoch minus 11? Minus 11, genau. Der Logarithmus von 0,0001? Ist minus 4, richtig. Und der ln von e? 1, genau. Und der Logarithmus von 15 hoch 4? Das braucht es nicht genau ausrechnen, bevor es euch jetzt schreckt. Aber was ist das? Wendet jetzt diese Logarithmusregel an, die ich gerade zuerst gehabt habe. Also, die letzte ist das in dem Fall. Was war das? Viermal? Irgendwer hat es gesagt? Ich habe es nicht ganz gehört. Es ist viermal Logarithmus von 15. Ja, wenn du es ausrechnest. Aber als Antwortmöglichkeit bei Mail.at wird dann wahrscheinlich nicht die Zahl stehen, sondern, weil du hast ja keinen Taschenrechner, da wird dann stehen viermal Logarithmus von 15. Das heißt, dass sie wissen, die Fragestellung ist nur, dass du die Logarithmusregeln anwenden kannst. Gut. Ich bin mit meinen Ausführungen durch. Gibt es noch Fragen, die in der Runde gestellt werden wollen, sollen? Ansonsten würde ich von mir persönlich noch kurz einen Abschlusstipp zur Mathe geben. Ich habe es glaube ich eh schon gemacht. Das meiste, was kommt, sind irgendwelche Umrechnungen von Einheiten oder mit Zehnerpotenzen zu rechnen oder eben so wie wir es jetzt gerade gemacht haben, mit Logarithmen zu rechnen. Auch in den Vorsätzen und Abkürzungen, das heißt einfach nur, es kann sein, dass zwar Murz was Kompliziertes dasteht, aber eigentlich geht es nur darum, die Formel umzurechnen oder Meter pro Sekunden in km/h umzurechnen. Solche Sachen. Und das sind wirklich meiner Meinung nach geschenkte Sachen. Also das schaut euch einfach an, seid dort sattelfest, bevor ihr euch jetzt dann eine Stunde lang in einer Kurvendiskussion verirrt, schaut euch die Sachen mit den Umrechnungen von Einheiten und von Zehnerpotenzen an, dann habt ihr sicher schon was gehabt. Und kennt natürlich die SI-Einheiten, das ist auch so eine Sache. Das sind eh nur 7, glaube ich, die Grundeinheiten. Und gut, wir werden, glaube ich, Pause machen jetzt, 10 Minuten, 15 Minuten. Also 15 Minuten Pause, es ist jetzt 17.15 Uhr, um 17.30 Uhr geht es weiter. Ich bin in der Pause jetzt noch da. Das heißt, wenn ihr für mich eine Frage habt, kommt bitte jetzt in der Pause, weil ich bin im Anschluss dann weg. Ansonsten wünsche ich euch noch alles Gute und viel Erfolg bei Mail.at.